Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Guten Morgen, lieber Peter. Guten Morgen, Christian. Die Woche ist verflogen, wir haben schon wieder Donnerstag. Ja, Wahnsinn, gell? Wahnsinn. Und wir haben ein bisschen getrödelt mit dem Veröffentlichen von letzter Woche. Der ist am Montag erst hochgegangen, ja. Deswegen ist Sinn jetzt quasi... Aber wir haben doch nicht getrödelt. Ach, wir ja. haben den ja, ja zeitgemäß abgedreht. Schönes Ding. Okay. Nee, wir waren, die Woche war bei uns hier im Großraum Koblenz Umstellung von Vodafone. Und da wir natürlich auch im TV-Bereich tätig sind und wir viele Kunden haben, die über den Kabelanschluss Fernsehen empfangen, ja, war alles, was nicht invalide war und ja, vier Räder benutzen konnte, quasi unterwegs im Kundeneinsatz, um Senderlisten zu aktualisieren. Unglaublich. Unglaublich. Schöne ja. Grüße an Vodafone. War ja. wieder ein Heidenspaß. Danke auch dafür, das an den Feiertag zu legen. Ja, genau. Also, ne, man hat das ganze Jahr frei, man muss sich vorstellen. Und dann hat man eine Kabelumstellung so ziemlich aller Sender und macht die einen Tag vor Feiertag. Oder? Ja. Ja, gut, es hätte auch Ostern oder Heiligabend sein können, aber von daher, wir dürfen ja glücklich sein, dass es dann im Juni war. Ja. Ja, und deswegen kamen wir tatsächlich zu nicht allzu viel. Nee. Ja. Aber ein paar Themen haben wir trotzdem. Genau, dann fang doch mal an. Was haben wir hier auf dem Tisch liegen? Pass auf, ich habe hab hier vorbereitet. Einmal, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir die Chord-Sachen bekommen. Genau, Chord Electronics. Und da sind sie, Mobile Chord. Der Mojo 2 und der Hugo 2 sind gekommen. Coole Sachen. Richtig schick, ne? Ja, also echt gut. Liebevoll Schießbuden-Optik genannt, ne? Weil, wenn die an sind, dann leuchten die so komisch. Mach die mal an, vielleicht sieht man das hier so ein bisschen, weil ich halte die mal in die Kamera. Ah ja, hier, guck mal. Also die leuchten in allen möglichen Farben und wenn man die Filter wechselt oder so, da fangen wir mal vorne an, was ist das überhaupt? Was ist genau, ja. Mojo 2 und Hugo 2 sind eigentlich mehr oder weniger jetzt mal funktional identisch. Das sind mobile Kopfhörerverstärker mit integrierten Wandlern. Und Akku. Eigenständigem Akku, richtig. Und wir haben uns die angehört und ich glaube, wir haben darüber auch gesprochen vor ein paar Wochen schon und haben die jetzt halt bestellt, weil die einfach, selbst der Mojo 2, was heißt selbst, also der Mojo 2 ist der kleine, liegt so bei 6,49. Mhm. 6,49, 6,99 irgendwie. Und der ist richtig, richtig, also klang schon richtig, richtig gut. Wir haben den verglichen mit dem Dragonfly Kobalt. Ja. Gut, der, klar, der kostet die Hälfte, ne? Ja. Ne? Aber trotzdem ist der Schritt enorm, ja. Also rein klanglich jetzt. Ja. Was ich halt ganz sympathisch finde daran, dass die Dinger hier eben einen eigenen Akku haben, dass du jetzt natürlich die nicht speist vom iPhone aus oder so. Mhm. Also du kannst ein iPhone anschließen an den Mojo 2 direkt, der hat einen USB-C-Eingang. Ja. Also wenn wir Lightning auf USB-C als Kabel haben, das gibt es von Apple original. Kannst direkt anschließen. Dann kannst du direkt anschließen. Beim Hugo 2 brauchst du so ein Micro-USB. Also brauchst du die, so einen Adapter dann. Genau, den Kameraadapter-Kit und dann ist da ein Kabel dabei. Also Apple Kameraadapter-Kit, der geht von Lightning auf USB. Und die haben also beide den Akku ziehen, also das iPhone nicht leer. Und Unterschied der beiden ist erstmal einfach der DAC-Aufbau. Mhm. Also der Wandler ist besser beim Hugo 2 dann. Deutlich besser sogar. Also wenn man die vergleicht untereinander, ist auch ein sehr großer Schritt. Die sind aber auch preislich groß auseinander. Ja. Hugo 2 liegt bei 2,6. Okay. Das ist schon viel Geld für einen mobilen DAC. Was ich halt ultra cool an den Dingern finde, deswegen bin ich auf den Hugo 2 extrem gespannt, aber das könntest du auch mit Mojo 2 machen. Den Hugo 2 kannst du halt super in eine HiFi-Anlage einbinden, weil der hat auch analoge Ausgänge, also Cinch-Ausgänge. Das heißt, wir könnten entweder einfach ein iPhone dranhängen oder auch per optisch oder koaxialem Eingang auch irgendwie einen CD-Spieler verbessern oder so oder eine Streaming-Bridge dranhängen. Ja. Aber was ich super cool finde, für das Ding gibt es ein Gerät, das haben wir auch im Rückstand jetzt, ist noch nicht da. Das Chord Go 2, Go 2, also Go 2, wie auch immer. Ja. Oder 2Go heißt das Ding. Und das kann man hier direkt anpinnen an den Hugo 2 und dann ist das Ding auch ein Streamer mit AirPlay 2 und. Oh, genial. Ja, und Rune. Rune. Ah, dann ist das ein Rune Endpoint. Ja, ja. Und das ist so cool, finde ich. Ja, genau. Deswegen haben wir die Dinger da. Dasselbe gibt es für Mojo 2 auch, ne? Den kannst du auch dongeln. Ja. Als Rune-Endpoint. Ja, ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob man es so oft macht bei dem Hugo 2, wahrscheinlich eher nicht. Also der Anwendungszweck hier bei dem Mojo wird mit Sicherheit eher ein anderer sein. Ne? Also tatsächlich eher für den mobilen, hochwertigen Kopfhörerbereich. Ja. Und das Ding ist ja dann schon eher so der Hugo 2 als Twitter zu sehen, dass du sagst, okay, du hast einen hochwertigen DAC in deiner Kette, den du auch mitnehmen kannst, um Kopfhörer dran zu speisen. Und wenn du dann noch sagst, mit einem Plugin hast du die Möglichkeit, das Ganze auch als Streaming- oder Rune-Audio-Endpunkt zu benutzen, dann hast du ja wirklich so einen kleinen Tausendsasser, der alles kann. Das ist cool. Ja. Ich habe mir halt, also ich schiel schon persönlich, also privat die ganze Zeit drauf. Ja. Ich habe den Thomas Heckel von 3H-Vertrieb schon mal angehauen, also mal rechnen, weil ich finde, was ich super interessant finde, ich habe einen Stax-Kopfhörer mit dem Röhrenspeiseteil. Mhm. Und wenn ich das Ding jetzt einfach als DAC nutze in meiner HiFi-Anlage, dann könnte ich den halt ab und zu auch mit aufs Sofa nehmen quasi und den als Quelle, also als DAC für den Stax-Kopfhörer-Speiseteil nutzen. Okay. Das fand ich eigentlich ziemlich sympathisch. Und halt natürlich jetzt im Zug immer mal wieder. Also wenn man will. Passt ja auch diese, da ich ja letzte Woche gelernt habe, dass du eine Rune-Lizenz zu Hause hast, dann kannst du dir ja den Extender dazu nehmen. Ne? Ich habe gehört, du hast was ganz anderes gelernt. Du hast wohl gelernt, dass man theoretisch, wie war das, Rune für mehrere Cores, also freischalten lassen könnte für den Laden. Ja, aber das ist tatsächlich wohl nur eine Funktion hier zum Vorführen. Ja, ja, das, aber das würde uns helfen. Das muss man mal. Hieß ja, dass ich quasi die Rune weiter nutzen kann, die Lizenz, weil dann können wir mit einer im Laden super auskommen. So, was haben wir noch? Ja. gestern war von der IAD der liebe Enzo Bauer hier. Ja. Das, musst du erzählen, weil ich war nicht da. Genau. Und IAD haben ja einen wirklich sehr breiten Vertrieb von allen möglichen Produkten. Ja. Also wir haben da zum Beispiel die Wharfdale-Serie, die Linden-Serie, haben wir mal ein Video davon gemacht. Ja. Lumin haben wir von denen im Vertrieb, steht hier vorne. Und dann haben wir auf der Messe, das haben wir auch drüber gesprochen, Silent Angel gesehen. Ja, kam letzte Woche schon an. Genau, die kam letzte Woche schon an. Wir haben sie dann aufgebaut und mit Enzo dann die Endkonfiguration gemacht und dann das Ganze auch mal gehört. Also wir haben jetzt einen Rune Core, der heißt Rein Z1 Plus und den passenden großen Netzwerkswitch aus der GX-Serie und eine externe Glock. Genesis und Bonn. Genau, Genesis und Bonn, GX und NX. Und wir verlinken die euch einfach mal in den Shownotes, weil ich finde, die sind brutal gut verarbeitet. Also alle drei Bausteine, die wir hier haben. Was faszinierend ist, dass die Glock und der Switch jeweils 6 Kilo auf die Waage bringen. 6 Kilo? 6 Kilo pro Stück, ja. Und 3,5 der Rune Core. Okay. Also das ist wirklich richtige Materialschlacht, die da aufgefahren wird. Ja. Das Geniale finde ich einfach, wir haben ein Baukastensystem. Also fangen wir mal vorne an. Wir haben den Rune Core, mit dem du einsteigst. Auch da gibt es unterschiedliche Güteklassen in der Silent Angel Familie. Der Z1 Plus ist jetzt der größte davon. Ähnlich wie der Nucleus Plus quasi. Also ähnlich wie der Nucleus Plus ist quasi, von den technischen Daten her mehr oder weniger auch aufgebaut mit dem i7 und ausreichend RAM. Den gibt es dann auch noch, wenn du den als Server nutzen möchtest, mit zusätzlichem Speicher. Ne? Mhm. Also Terabyte 4 und, glaube ich, 6 gibt es das. Oder kannst natürlich auch externe Laufwerke anschließen, wie das willst, oder Netzwerklaufwerke, immer. Das ist ja bei Rune sehr, sehr breit gefächert. Ja. Das Geniale bei dem Ding ist aber, dass der einen dedizierten USB-Audio-Ausgang hat. So, und mit diesem kannst du ihn jetzt an einen DAC anschließen. Das haben wir gestern gemacht. Wir haben hier den MP3100HV stehen, der beides kann, als Multi-Source-Omni-Player von T&A. Der ist Rune-Audio-Endpunkt und gleichzeitig natürlich neben Laufwerk und so weiter und so fort, hat er halt auch noch einen USB-DAC. Ja. So, was wir jetzt ausprobieren wollten, wie das Ding denn einmal klingt, über das Rune-Protokoll, übers Netzwerk an den Rune-Audio-Endpunkt von T&A. Ja. Oder Audio-Endpunkt in dem Nucleus-Server mit USB raus an den DAC von dem T&A. Ich hoffe, die Leute können dir folgen bei der Nummer, aber ich finde es ich interessant. Aber Also zwei Wege, einmal rein übers Netzwerkprotokoll, einmal über USB angeschlossen. Ja. Die USB-Variante ist ja beim normalen Nucleus, auch wenn wir die jetzt bauen,
nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss, weil du einfach auf einen 0815 USB 3.0-Port, der auf diesem Intel NUC-Chassis aufsitzt, letztlich zurückgreifst und da nichts Audiophiles dahinter ist. Das ist eigentlich das Traurige, ne? Ja. Also finde ich, also du kaufst NUC, der, also das ist schnell das Zeug, also die Original-NUCs sind schnell oder auch die, die wir aufsetzen, sind schnell, aber natürlich jetzt als Bridge, also als Wiedergabe-Endpunkt innerhalb von Rune, kann man den Core ja nutzen, aber es klingt auch mit gutem DAC nicht so wahnsinnig gut im Verhältnis zu den reinen Bridges. Zu den reinen Bridges, die wir... wäre quasi dann dieser rein Z1 Plus eine Möglichkeit, einen Core zu haben, der auch ein Audio-Endpunkt ist. Exakt. Genau. Okay. Genau. Und wie klingt's? Ja, also, wie klingt's? Das war jetzt das Spannende. Wir haben dann einfach in Rune eine Gruppe gebildet aus dem USB-DAC und dem Audio-Endpunkt Rune bei T&A. Das ist natürlich witzig. Und konnten direkt hin und her schalten, also quasi ohne Zeitverzögerung. Ein paar Millisekunden war alles in Ordnung. Kaum hörbar der Unterschied. Okay. Also das war wirklich auf Augenhöhe. Ne? Krass. Also wenn du dich da wirklich ganz intensiv hingesetzt hättest und mit ganz viel Muße da reingehört hättest, wir hatten jetzt dann ein Zeitfenster von einer halben Stunde, dass wir uns zum Musikhören gesetzt haben. Es war unterm Strich kein Unterschied. Das heißt, du könntest eigentlich diesen rein so als Endpunkt nehmen. Du bräuchtest also eigentlich dann, wenn du so ein Ding hast, erstmal nur ein DAC. Exakt. Du brauchst also keine Bridge mehr, um Audiophil in deinen vorhandenen DAC, weil du ein Laufwerk hast oder sonst irgendwas oder einen Vollverstärker mit DAC reinzugehen. Ja. Allerdings jetzt schon, also wenn der rein mit der Glock und mit dem Switch... Also, Glock und Switch waren dran. Das, schon auch das müssen wir gleich einfach nochmal ausprobieren, wenn wir die rausnehmen, wie viel weniger es dann wird über USB. Okay. Wobei auf der anderen Seite, die Glock und Switch waren ja auch an dem T&A dran und haben ja auch den T&A über den Switch versorgt. Und die Glock, also, ne, von daher wird der Unterschied mit Sicherheit nicht ganz so groß sein. Da müssen wir mal checken, Müssen wir mal ausprobieren. Aber das fand ich jetzt zum einen Schritt erstmal sehr schön, dass du für knapp 3.000 Euro ohne die Speichermöglichkeit da drin, die kosten dann zusätzlich, wenn du die haben möchtest, einen hochwertig klingenden Rune-Server bekommst. Die Lizenz musst du zusätzlich kaufen. Die Lizenz für Rune kommt extra. Okay. Ja, genau. Also 3.000 kostet ja rein, ohne Speicher, ohne großen Speicher. Da sind 250 Gig Speicher drin, das ist aber nur dann für das Betriebssystem von denen. SSD, die haben, die haben dann mehrere Plugins, die du installieren kannst. Also wenn du jetzt sagst, du willst, die haben eine eigene Streaming-Plattform da drauf, die kannst du als Plugin installieren. Du kannst AirPlay 2, Bluetooth, DLNA und so weiter und halt auch Rune als Plugin installieren. Okay. Das Ding kann also mehr Sachen machen. Das Schöne ist, dass du jetzt dann anfangen kannst, mit diesem Baustein zu arbeiten und dann baukastenmäßig aufzurüsten. Mhm. Also es gibt ein Netzteil dafür, was du dann anschließen kannst. Die eben genannte Glock gibt es dafür. Es gibt einen Netzwerkswitch und das alles auch wieder in unterschiedlichen Qualitätsstufen, sodass du wirklich ein breitbandiges Portfolio von, ich sag mal, irgendwie 1.800, 2.000 Euro bis 10.000 Euro aufbauen kannst. Ja, krass. Und das finde ich echt richtig spannend, Okay. Also ich muss mir das nachher halt mal anhören. Ich habe den halt noch nicht gehört. Ich hatte den Core, den habe ich ausgepackt mal und hingestellt, aber die anderen Dinge habe ich noch nicht in der Hand. Also richtig spannend, Witzig. Vor allen Dingen würde mich trotzdem noch interessieren, ob wir einen Unterschied hören, wenn wir den Core zu Core vergleichen. Ja. Kann man sich ja irgendwie erstmal auch nicht so richtig vorstellen, ne? Aber man konnte sich vorher so ziemlich alles nicht vorstellen, bis man es probiert hat. Also die Geschichte über USB-Audio-DAC würde ich jetzt einfach mal so unterschreiben, dass du das definitiv hörst. Ja, glaube ich. Die Geschichte rein gestreamt als rein Server über das Rune-Protokoll, würde ich tendenziell sagen, ist der Unterschied mit Sicherheit zwischen Core 1 und Core 2 nicht wirklich groß. Weißt du, wenn du das nicht hören würdest, würdest du den Switch an dem Core und den Clock an dem Core ja auch nicht merken. Wenn du es streamst, also wenn nicht jetzt über USB rausgibst, also sondern streamst. Der Switch ist, glaube ich, auch eher dafür da, dass du einen Audio-Endpunkt, sei es eine Bridge, oder halt, wenn der Core direkt als Audio-Endpunkt genutzt wird, dann darüber laufen lässt. Okay. Also ich glaube nicht, dass du den Switch an deinen Router irgendwo JWD ins Büro mit deinem aber du könntest den Core einfach dazustellen quasi. Dann macht Sinn, klar, wenn du das in der Eichelkette stehen hast, dann Also bei Melco machen wir es ja auch so, im Prinzip, wenn der S10 dran ist und du hast den Core, dann kannst du die daneben stellen. Ist halt natürlich jetzt, wie ist das hier mit Lüfter? Null.
Du hast keine Lüfter. Weil das ist natürlich schon, also bei den, bei einigen ja. Dells, Nooks, wenn du da einfach mit Lüftern besorgst, die Gehäuse oder die, ne, wenn du es ja, aufbaust mit Lüftern, genau, klar. haben wir auch einen hier, dann ist es schon cool, wenn der nicht in der Kette steht. Das ist dann der reine Server, der irgendwo beim Router JWD steht. Genau. Dann hätte es natürlich den Effekt mit der Switch auch auf keinen Fall. Ja. Okay, das checken wir mal aus. Mensch, jetzt war es noch gerade ein bisschen technisch, ne? Heiliges Kanonenrohr. Schon wieder eine Rune-Folge. Ey, gehen wir zurück zu auf analog, oder? Weil hier dreht sich ja vor. Hier dreht sich noch was. Also für die, die uns auf YouTube gerade zuschauen. Hier, wir haben so eine ganz, ganz coole, finde ich, runde, motorisch drehende Platte besorgt. Ja. Toll. Die hält 60 Kilo aus, da kannst du dich auch draufstellen, Peter. Ich glaube nur, ja doch, irgendwie doch 60 kann sein, ja. Auf jeden Fall einiges. Ich hatte heute Morgen 64, also ja, nee, da qualmt das Ding. 10% sind immer drin. Auf jeden Fall dreht sich dein Innovation Compact in Weiß. White Liquor. Schick. Ja, ja, das richtig. Ist die Sonderfarbe von denen. Richtig schickes Ding. Sehr schön. Und der steht ja sonst jetzt im Schaufenster drehend. Mhm. Und meine Frau hatte gesehen, dass direkt am ersten Tag quasi jemand mit der Nase an dem Schaufenster gehangen hat, als sich der so gedreht hat. Ja. Genau, nee, richtig schönes Gerät. ab jetzt hier in der Vorführung. Und der ist bestückt mit einem Tracer in Silber. Der Tracer ist der Tonarm von, ein ganz, ganz toller Tonarm von Clear Audio. Ich würde sagen, unser meist verkaufter bei Clear Audio. Ja, ne? Definitiv. Ein klassischer Zweipunkt-Ton, gelagerter Tonarm mit einer sehr schönen Glocke, finde ich, und einem Carbonrohr. Und hinten über so eine Mechanik, ich habe gelernt, es ist kein Seilzug, es fühlt sich aber so ein bisschen so an. Man kann hinten dann drehen und dann kann man das Gewicht, also die Auflagekraft verändern nach vorne und hinten. Du kannst klar Tonarmhöhe einstellen und du kannst Azimut sehr einfach verändern. Und vorne drauf hängt ein Talisman MC. Kann man so nehmen. Kann man, ohne Witz, kann man genau so nehmen. Ja. Ja, cooles Zeug. Kostet natürlich dann schon, ich weiß es nicht haargenau, hast du es mal ausgerechnet? Nee. Ich sag mal 11.000, 12.000. Ja. Wird da liegen. Genau. Ja. Aber schön aussehen tut er. Jawohl, jawohl. So, was haben wir heute noch vor? Kabelanschluss. Stimmt. Ja. Und ein bisschen Silent Angel hören. Genau. Gut, machen wir heute eine kurze Folge draus, oder? Machen wir heute eine kurze Folge draus. Gehen wir zur Musik. Sehr schön. Ich habe sowas Geiles. Ja, hau raus. Pass auf, ich sitze vorgestern im Zug auf der Rückfahrt und es läuft bei Kubus Thelonious Monk los und vom Crisscross Album und da ist Think of One drauf. Mhm. Think of One, Thelonious Monk. Und mir geht es gar nicht um Monk, Monk ist ja der Pianist, und sondern ich höre dieses Saxophon und dachte so, fuck, wer ist das? Das war so gut, das war so gut. Tenorsaxophon, sowas von gut. Und bei Think of One, auf dem Album haben, habe ich dann gelesen, auf dem Album haben zwei Saxophonisten gespielt. Mhm. Und derjenige, der Think of One gespielt hat, ist Sonny Rollins. Mhm. Und Sonny Rollins, also klar vom Namen her irgendwie, ne? Ja. Aber hört da mal nochmal rein. Leute, das ist der absolute Wahnsinn. und deswegen habe ich heute also diesen Think of One mal als Track genommen, aber man kennt von Sonny Rollins auch St. Thomas zum Beispiel. Also er hat so ein paar Jazz-Standards geschrieben, die man einfach kennt, wenn man die hört. Und was der am Sax macht, also mit einer Ausstrahlung, mit einem Ton, das ist fantastisch, super gut. Macht auch gute Laune, ist schon Bebop, also schon ein bisschen, ne, ist schon für bewusstes Hören gedacht, weil es schon auch abgeht, teilweise, aber ich würde sagen, melodischer Bebop. Ja. Es geht noch. Cool. Mhm. Ja, ich habe heute mal ein bisschen Mainstream, wenn man das so negativ sagen darf, aber ich finde es cool. Westernhagen, auf seiner MTV. Ist das noch Mainstream? Ich weiß gar nicht. Naja, auf jeden Fall mehr als deins. Ja, ne? Auf jeden Fall. So gesehen. Die MTV Unplugged finde ich immer noch so ein Evergreen von denen, finde ich grandioses super. Album. Und da hat er so ein schönes Duett gesungen und das heißt Gib mir die Luft zum Atmen. Ja. Geiler Song. Ja. Ja, super. Die Stimme von der Frauenstimme, ne? Ja. Super gut. Die ist hervorragend. Lindy Wee Subtle. Ah. Ich glaube, das hat sich einigermaßen richtig ausgesprochen. Sonst hörst du das bald. Genau. Sehr schön. Gut, dann viel Spaß beim Senderprogrammieren. Genau, und Leute, danke. Viel Spaß beim Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.